Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge Zirkel und zwar zu dem Kampf. Ich schreibe mal ganz kurz Cerebo jetzt. Und zwar joinen wir. Wo ist er? Wo ist er? Hier. Jetzt auf den Server. Okay, ich habe gehört, Zwecki hat bessere Rüstung. Wurde mir zugeflüstert. Und zwar renne ich jetzt nicht. Ich bin aufgeregt, ja? So, jetzt gehen wir in unser Rathaus. Hier, ich zitter ein bisschen. Naja, sieht man kaum jetzt. Ja, wir gehen über die Rathäuser. Und zwar zeige ich euch dann jetzt mal den Weg vernünftig. Geht hier runter. Und hier runter. Hier haben wir den schönen Gang. Boah. So. Ihr dürft euch noch nicht angreifen. Ja, ich war diesmal ganz kurz hier unten, weil hier geht es nämlich dann rein. Hoch. Okay. Du Scheiße. Hi. Okay. Okay, 16 Renderdistanz. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Yo, sieht er viel. Yo, sieht er viel. Ich snack mir den Apfel. Ah! Ich wiederbelebe kurz zum Schreiben. Ich mache jetzt nichts außer hier stehen und schreiben. Bad Game. Was soll ich dazu sagen? Aber wenn ich jetzt. Ja, egal. Ja, Kampf war jetzt recht scheiße. Ging auch schnell vorüber jetzt. Ich hab verloren. Ja, gut, war klar. Der hat einen Bogen gehabt. Keine Ahnung. OP-Bogen, ever. Der hat mir drei Herzen abgezogen. Ich hab einen Goldäpfel gecasht, damit er den nicht mehr bekommt. Ja. Ich bin dann gar nicht an ihn rangekommen. Ja, das war komisch, naja. Ich bin nicht an ihn rangekommen, ich bin gar nichts gekommen, ja. Naja. Ist jetzt so, wie es ist. So, Zeribu anrufen. Als ob du nur voll Iron hattest.
Dominik? Ja? Als ob du nur Full Iron hattest. Hatte ich? Der hat dich einfach mit dem Bogen klatscht. Der hat mit dem Bogen 3 Herzen abgezogen. 3 Stück. Alter, wie geil. Aber ich habe auch einen verzauberten Bogen gehabt, und zwar vom Skelett gedroppt. Der hatte auch Stärke 1 und Haltbarkeit 1. Okay. Hast du ihn einmal getroffen? Nein. Ich habe ja gar keine Zeit gehabt, dafür wäre ich stehen geblieben. Es hat ja auch noch geleckt am Anfang. Obendrauf. Ich habe ja den ersten Fall abbekommen, wo es noch geleckt hat. Okay. Na gut, bei dir war es halt so, das war halt so richtig so, weißt du, weil du hattest ja noch nicht so, du hattest ja noch nicht so viel gefarmt und so, ne? Ja. Eben. Wir haben auch halt noch keinen Verzauberungstisch gehabt, das war das Problem. Sonst hätte ich nämlich auch verzaubert gehabt. Ja. Na ja. Gut, du kannst ja noch machen, du hast ja, und außerdem, du hast jetzt eh nicht so krasse Rüstung verloren. Ja, deswegen. Den Goldapfel habe ich noch schnell gegessen gehabt. Naja, immerhin. Ja. Wir haben einfach Full Dia. Er hat wirklich Full Dia gehabt. Ja, hatte der auch. Du Scheiße. Ja, wäre ich sowieso nicht gegen ihn angekommen. Ja. Was hat er für ein Schwert gehabt? Auch Dia oder was? Sharp 3 Eisen. Oder Sharp 4 sogar, ich weiß es gar nicht. Okay. Das hätte ich so oder so nicht bekommen dann. Aber wenn ich richtig gut Taktik gespielt hätte, aber ne. Gegen sowas kommst du nicht an. Das ist schwer. Hm. Und du hast jetzt einen tot. Naja. Ja. Du hast ja noch 2 Leben. Genau. Vielleicht wird es ja beim nächsten Mal besser. Es war ja... Ja, dann gehe ich jetzt nochmal... Dann mache ich demnächst mal Folgen. Dann gehe ich runter, farm Dias, farm... Ja, du wärst jetzt eh erstmal nicht mehr, du kannst ja nicht zweimal hintereinander dran kommen, also. Genau, der nächste Kampf ist in 2 Wochen, oder wie? Nächste Woche, also da, ja. Aber da, du bist ja eh nicht dran, es wird ja immer neu ausgelost. Ja. Aber man kann ja nicht zweimal hintereinander dran kommen, aber du könntest rein theoretisch in 2 Wochen wieder dran kommen. Ja. Aber das müsste schon, ne? Also, kommt drauf an. Naja. Ja. Ich gehe da mal wieder, ne, und ich bin mal gespannt auf deine Folge, wie die aussieht. Ja, ich werde mir schön Mühe geben beim Schneiden. Kannst du machen. Wann kommt die dann? Na gut, da muss man eh nicht viel hochladen. Es kommt noch erst eine dazwischen, also. Ach so, okay. Wir hören uns, mach's gut. Alles klar. Gut, da ist der Zeri Bohr weg, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ja, wie ihr es gehört habt, ich hätte nicht gegen ihn ankommen können, also... Macht's gut, schaut bei den anderen Leuten vorbei vom Projekt, schaut beim lieben Swaggy vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.